Es gibt ja, wenn man vom Wetter und vom Fußball vielleicht mal absieht, eine Vielzahl von Gründen, England zu lieben. Die Queen, James Bond, die Landschaft und natürlich die Autos. Die sind nämlich was ganz Besonderes. Anders als bei deutschen Fahrzeugen, wo man sich am liebsten hinters Steuer setzt und sofort auf die Autobahn fährt oder irgendwelche kurvigen Straßen unter die Räder nimmt, möchte man zwar in englischen Autos auch fahren, aber eigentlich will man fast noch lieber darin wohnen. Denn das Besondere der englischen Fahrzeuge besteht darin, dass die Briten immer sehr viel Aufwand dabei getrieben haben und sehr viel Energie reingesteckt haben, die Fahrzeuge innen besonders schön und stilvoll zu machen. Mit Holz, mit Leder, mit einem ganz besonderen Ambiente. Allein das Besitzen dieser Autos und dass man sich mit einem bestimmten Lifestyle schmückt, darauf kommt es bei diesen Fahrzeugen in erster Linie an. Mein Name ist Poots, Martin Poots. Ich stehe zwar leider nicht im Geheimdienst Ihrer Majestät, aber ich arbeite bei Autobild und deswegen darf ich heute auch mal einen Aston Martin fahren. Für mich ist der Aston die konsequenteste Umsetzung des Anspruchs, aus einem Sportwagen eine Limousine zu machen. Der Wagen ist zwar nicht so komfortabel wie eine Limousine, die vier Leute, die hier unterkommen, haben relativ wenig Platz, es ist doch recht eng. Aber trotzdem, wenn Daniel Craig alias James Bond sich mal dazu entschließt, mehr als ein Bond-Girl abzuschleppen oder wenn er eine Familie gründen will, das ist sein Auto. Luxus ist natürlich auch bei diesem Aston Martin im Überfluss vorhanden. Das Cockpit ist mit Leder bezogen, es mangelt nicht an Elektronikspielereien. Die Bedienung fordert ein bisschen Eingewöhnung in dem Fahrzeug. Es gibt keinen konventionellen Automatikwählhebel, das macht man mit Drucktasten, das hat man aber ganz schnell raus. Was ein bisschen schwierig ist, ist die Bedienung der kleinteiligen Mittelkonsole. Nicht alles sitzt da, wo man es erwartet. Man gewöhnt sich zwar daran auch recht schnell, aber von dem Anspruch, so ein ganz glattes, perfektes Auto zu bauen, haben sich die Engländer nie mitreißen lassen, anders als die Deutschen. Und das macht gerade den Reiz aus. Das hier ist nicht einfach nur ein Zündschlüssel, sondern die Emotional Control Unit. Der Aston Martin bringt die Gefühle aber auch in Wallung, wenn man nicht weiß, dass dieses Teil aus Kristallgas 700 Euro Aufpreis kostet. Der Aston hat eine atemberaubende Form, der Motorsound bringt eine Gänsehaut hervor. Es ist ein Sportwagen in erster Linie, natürlich mit Limousinencharakter, weil er vier Türen hat. Hinten gibt es DVD-Unterhaltung für die Kleinen, wenn man mal eine längere Strecke fährt. Aber letztendlich, und das ist auch in diesem Trio sein Alleinstellungsmerkmal, ist der Aston Martin ein Sportwagen, vielleicht einer mit einem etwas erweiterten Nutzwert. Das Auto heißt nach einem Abschnitt der berühmten Le Mans-Rennstrecke in Frankreich, wo Bentley in den 30er Jahren sehr erfolgreich gewesen ist. Das ist natürlich kein Rennwagen hier, sondern eine Luxuslimousine der obersten Kategorie. Man berührt das Gas nur ganz leicht und das Auto beschleunigt völlig mühelos und lässig. Das führt dazu, dass das Fahrzeug eine Eigenschaft besitzt, die die Engländer Waftability nennen. Das ist ein Begriff aus dem Yachtsport, der bezeichnet die Mühelosigkeit, mit der ein Segelschiff Fahrt aufnimmt, wenn der Wind in die Segel fährt. Und so fühlt sich das hier an in dem Bentley. Man hört auch innen nichts. Das ist das, was die Engländer als Splendid Isolation bezeichnen würden. Man schwebt wie auf Wolken. Es dauert über 500 Stunden, so ein Fahrzeug zu bauen in Crewe in England. Ein Golf, der aus dem gleichen Konzern stammt, ist in 20 Stunden fertig. Da kann man ungefähr den Unterschied sehen. Allein das Lenkrad hier mit diesen handvernähten
Bereichen. Das dauert 170 Stunden, bis so ein Lenkrad fertig ist. Das ist auch kein Auto für Leute, die sich ums Einparken Gedanken machen müssen. Das ist ein Auto, den Leute kaufen, die eine gekieste Auffahrt haben und die vorwärts auf ihre Grundstücke drauffahren und auch vorwärts wieder runterfahren können. Der Bentley Mulsanne ist eines der faszinierendsten Luxusautos aus England. Und der Reiz für mich liegt vor allen Dingen darin, dass er zeigt, dass man die Tradition einer Marke im Design auch aufscheinen lassen kann, ohne in plumpes Retro abzugleiten. Dieses Auto ist sofort als Bentley erkennbar. Es enthält viele Elemente, die die traditionellen Bentleys hatten. Man kann das Auto bis zum geht nicht mehr individualisieren und viele Sachen kosten extra. Zum Beispiel dieser Aschenbecher hier, 400 Euro pro Stück. Wir sitzen hier im Range Rover, im neuen, und der ist Gottlob in vielen Punkten ganz der alte geblieben. Dieser Wagen ist seit vielen Jahrzehnten erste Wahl für britische Lords, wenn sie über ihre Latifundien fahren wollen, denn der kommt überall hin. Wenn die Straße aufhört oder man keine Lust mehr hat, darauf zu fahren, dann macht man einfach Folgendes, man biegt ins Gelände ab, überhaupt kein Problem. Das schüttelt der Range Rover nur so aus dem Ärmel. Hier so eine kleine Böschung, die nimmt er völlig lässig. Das ist eine der leichtesten Übungen. Und auf der Straße geht es schön mit Luftfederung weiter. Der Range Rover ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es in einem britischen Luxusauto nicht zwangsläufig aussehen muss wie in einer alten angestaubten Bibliothek. Man bekommt zwar alle klassisch britischen Materialien, Holz, Leder, Aluminium, aber das alles ist hier auf neue und moderne Art arrangiert. Und was dabei herausgekommen ist, eine Luxus-Lounge auf Rädern. Alles sehr hell, sehr luftig, mit perfektem Überblick. Ein richtiges Auto zum Wohlfühlen. Der neue Range Rover ist in einigen Punkten ganz der alte geblieben. Man kann damit vor der Oper eine gute Figur machen, man kann aber auch wie wir hier mal etwas unkonventioneller einparken. Das Neue an dem Fahrzeug ist traditionelles Design, etwas moderner interpretiert. Die Leuchtengrafik hat sich etwas verändert, dadurch erkennt man nach wie vor, das ist ein Range Rover. Der Vorgänger sieht nicht alt aus, aber man sieht auch, das ist der neue. Und das Besondere, das kann man nicht sehen, die Ingenieure haben es geschafft, aus diesem riesigen Auto 420 Kilo an Gewicht herauszuholen. Das merkt man beim Fahren, denn der Range Rover fühlt sich deutlich leichtfüßiger an als bisher und man merkt es auch bei der Wirtschaftlichkeit. Alle Marken haben eine lange Tradition. Aber es sind keine Retro-Autos, die wir hier vor uns haben, sondern es sind auch Fahrzeuge, die etwas Modernes haben. Das können die Engländer sehr gut, die Tradition betonen, aber trotzdem auch Autos bauen, die in der Gegenwart und sogar ein bisschen in der Zukunft verhaftet sind. Wer sich die Frage stellt, welchen dieser drei nehmen, kann sich vermutlich keinen der drei leisten. Und wer in der Preisklasse dieser Fahrzeuge über einen Autokauf nachdenkt, kann sie eigentlich auch alle drei nehmen. Und das sollte er auch.